Hallöchen, ihr der Nalef hier und willkommen zurück bei Song of Horror, wo es weitergeht. Hier zurück in der Basilika, wo ich mich jetzt mal umgucken möchte. Auf der Suche nach dem vorletzten Schlüssel, Bibeln und andere sakramentale Gegenstände für die Messe. Okay, schauen wir mal. Irgendwas ist da rumwuseln. Das Geständnis des Schatzmeisters, das Schuldeingeständnis von Bruder Victorino. Ich habe den Glauben verloren, ich habe mich von Gott losgesagt und Selbstmord begangen. Kann man die woanders finden, allesamt? Oh, da ist eine Tür offen, ich will da nicht hin. Denn da so Geräusche, das ist ja fürchterlich. Who's whispering? Nee. I'm feeling your tread is all too familiar. Und hier fand dieses Konzert statt. Jetzt raus. Das Weihrauchgefäß hängt an dieser Kette. Ich bin überrascht, dass es nicht heruntergefallen ist. Die Gebetsstände sind noch da, genauso wie die Opfergaben der Gläubigen. Solche Zerstörung schon mal gesehen, als ich ein Kind war. London, 1940. Meine Familie hat dort gelebt. Mein Bruder hat nicht überlebt. Wir sind nach dem Krieg nach Irland zurückgekehrt. Okay, also, wo kann ich hin? Was kann ich machen? Ich muss vermutlich hier nach unten. Guck mal, da kannst du dich verstecken. Sehr schön. Nein, dreh dich um. Super. Machst du ganz toll, nebenbei bemerkt, ne? Ein alter Beichtstuhl, der auf wundersame Weise fast vollständig erhalten geblieben ist. Er hat einen Schlitz, um schriftliche Beichten einzuwerfen. Ah, die Geständnisse. Die muss ich da reinhauen, ne? Ich war seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in der Kirche. Und es ist noch länger her, seit ich das letzte Mal bei der Beichte war. Ein Gemälde des letzten Abendmahls, eines der vielen, die ich gesehen habe. Ich will nicht sterben. Will ich da rein? Okay, was haben wir da? Bibel des Schatzmeisters. Bibel mit durchgestrichenen Passagen und Notizen von Bruder Victorino, dem Schatzmeister der Abtei Saint-Cécile. Nichts ist wahr. Wir sind allein. Verloren und allein im Universum. Es gibt keinen Gott. Denn Gott ist nichts. Gott ist nur Staub und Träumerei, verglichen mit der Dunkelheit, die ich sehe. Der Teufel ist die Fantasie eines Kindes. Die Hölle ist eine Parodie. Bitte lass es aufhören. Egal, was es kostet. Okay, was haben wir da noch? Es scheint, als hätten sie Jesus in Eile hierher gebracht. Ja, ist okay, kann man machen. Der Altar ist gut erhalten, ebenso wie die Instrumente und Ornamente darauf. Okay, es gibt viele Wickel hier. Ich will da nicht rein, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe da rein. Hallo? Oder ist es das Ungeheuer unten? Dieses Tentakelviech. Mr. Noria,
Don't waste your time. You won't be able to open that door. Okay, das ist außen. Gut. Die Schriftrolle ist in Latein geschrieben, das sind normale Gebete, nichts Ungewöhnliches. Gut, also muss ich jetzt eines dieser Dinge hereinwerfen. Eine der Beichten. So, warte mal, da ist noch was. Mehrere Personen haben hier kreuz und quer übereinander geschrieben. Die Kritzeleien sind unleserlich und chaotisch. Oh Gott, was werfe ich denn rein für eine? Ich brauche doch die Karte des Schatzmeisters, kann das sein? Ich mach das mal. Yeah! Tarotkarten, Sammelobjekt, die Tür. Da oben die Tür gemeint ist. Okay, Sammelobjekt. Cool. Dann machst du nochmal hier von ihm. Sammelobjekt, die Tür. Ah! Die Dunkelheit. Okay, sind zwei. Okay. Und mehr habe ich hier nicht. Irgendwas gilt es hier noch zu machen. Ah, warte mal, ich kann da oben durch den Raum noch gehen. Vielleicht ist da noch was. Was ich benötige. Okay, er ist leise. Ja. Je weiter ich diesen Ort erforsche, desto mehr wünsche ich mir, dass ich zurück in der Kneipe wäre und diesen Albtraum vergessen könnte. Ja, erstmal fett einheben, ne? Hast du recht. Okay, mittlerweile kaum mehr als ein Lumpen und noch nicht alt genug, um einen historischen Wert zu haben. So, jetzt komme ich durch. Das muss der Saal zur Basilika gewesen sein. Das Regal ist voller sakramentaler Gegenstände für die Messe. Ja, Sakrament. So, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier durch die Tür. Genau, was mir auch noch aufgefallen ist, ne, hier unten bei dem Reflektorium. Ja, neben dem Rätsel da, das ich noch machen muss, zum Hochheben. Dieser Raum, da ist eine Anomalie drin. Ich glaube nicht, dass ich da schon mal drin war. Ja, also vom Refektorium aus gesehen, dort wo der Schrank zum Verstecken ist, die andere Tür, da muss ich auch noch irgendwie rein. Okay, aber hier war nichts, ne? Nein, gehst erstmal rein. Oh Gott, ich hoffe das. Auf. Ein Schloss aus Bronze. Das heißt, dafür brauche ich jetzt den Bronzeschlüssel. Okay, gut. Das heißt, hier ist was. Hier oben der und da oben das. Okay, gut, wunderbar. Okay, das heißt, ich hoffe, dass ich jetzt hier was zum Reparieren finde. Von dem Spreizer. Tagebuch des Violinisten. Bericht von einem der Musiker, der beim Winterkonzert 1912 in Saint-Cécile spielte. Ich habe seit unserer Ankunft nichts getrunken. Ich bezweifle, dass die Ursache für das ist, was mit mir passiert ist, obwohl ich ein Stärkungsmittel brauchen könnte. Diese verfluchte Melodie. Wolfgang hat die Partitur in einer Bibliothek unter alten Schriftrollen und Manuskripten aus der antiken Stadt Byzanz gefunden, die er gar nicht erst hätte lesen sollen. Sie war in Psaltik verfasst, der byzantinischen Schrift, und keiner dieser Dummköpfe wusste, wie man es liest. Ich musste sie auf die übliche Notenzeile übertragen, damit wir sie in unser Repertoire aufnehmen konnten.
Es ist eine einfache Melodie. Es ist unglaublich schwer, sie aus dem Kopf zu bekommen. Jedes Mal, wenn ich alleine übe, fühlt es sich verstörend an. Mir kommen unaussprechliche Gedanken in den Sinn und ich fühle ein tiefes Unbehagen. Und trotzdem spiele ich jedes Mal, wenn ich meine Violine ansetze, die Melodie erneut. Im Gruppenproben scheinen sich diese Effekte zu vervielfachen und obwohl es keiner von uns zugeben möchte, kann ich die Unruhe in ihren Augen sehen. Ich empfinde sowohl Angst als auch Neugierde, wenn ich an das Konzert denke, an unseren gemeinsamen Auftritt, den Moment, in dem die Stimmen der Mönche die Kirchensäle füllen werden. Und alle haben sie das Lied gespielt, ne? Krass. Okay, sag mal hier. Ja, Metallstück, ein rostiges Teil eines alten Instruments. Und ich vermute, dass ich damit das Ding hier zusammensetzen kann. Yes! Ein medizinisches Instrument, das dazu dient, die Ränder von Einschnitten aufzuspreizen oder Knochen oder Organe zurückzuhalten. Wir haben halt einiges mit diesem Werkzeug verwendet. Die Arme sind wirklich stabil. Sehr schön. Wusste ich es doch. Sie haben hier eine Predigt geschrieben. Ich frage mich, ob sie je gehalten wurde. Gut, das heißt, meine Ex-Frau hat Violine gespielt. Nee, das heißt es nicht. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Bronzeschlüssel den Rest der Sache machen. Wahrscheinlich zur Dekoration. Religiöses Gemälde. Ich kenne es nicht. Gut, dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren. Auf geht's. Schnell hier raus. Sehr gut. Okay, das heißt, ich würde erstmal, genau, wieder hier runter. Und das Ding öffnen für den Bronzeschlüssel. Ich hoffe nicht, dass jetzt die Geister kommen. Die Wuselviecher. Wäre mal dezent kacke. Ja, ich weiß, es ist kalt. Alles gut. Kriegst du hin. So. Wunderbar. Rein damit. Ja, Bronzeschlüssel. Jeez. Yep. Mit. Den kommt runter. Zack, Arm ab. Aber hey, geht alles. Wunderbar. Gut, ein Schlüssel aus Bronze. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier oben durch die Tür. Und gehe hier rein. Da ist nix. Ha, ha. Rein mit dir. So. Da ist nämlich die Notiz. Die Pflanzenextrakte, aber das habe ich alles schon gelöst. Das kann ich ja schon. Aber ich glaube, die war verschlossen, ne? Nee. Jawohl, Tür ist nicht zu öffnen. Gut, dann allhopp, weiter geht's. Nach oben zum blutigen Zimmer. Warte mal. Ich muss hier raus. Alter, leck mich doch. Komm schon. Nein, fick dich doch. Ich hab das doch richtig gemacht. Du Lappen. Ey. Aber der hat halt wenig Stärke, ne? Ey, das ist doch kacke. Mann. Das ist eklig. Okay. Ja, ja, komm hier. Leck mich doch. So, hier. Wo ist denn der Oma? So, nimm's ihn. Ah, das Klärchen. Boah, ist das kacke. Mann. Nimmt zu, je näher ich dem Ende komme.
näher. So, und... Oh mein Gott! Yeah, voll creepy! So, wo liegt denn der? Da oben. Kannst du hier rausgehen. Geht schneller, glaub mir. So, er ist auch deutlich schneller zu Fuß unterwegs. Och, kacke, ich hätte es gerne mit Ernest geschafft. So, hier entlang. Und hier unten durch. Ah, genau. Ich hoffe, die Tür ist geöffnet. Jawohl. Boah, Mann, ey. Leck mich doch. Das ist doch scheiße. Was ist das? Was macht es hier? Keine Ahnung. Frag Ernest. Der weiß es. Ey, scheiße da. So, auf geht's. Also, hier durch. Und ab zum Friedhof. Auf geht's, ich will's jetzt zu Ende bringen, ey. Geh runter, ja, geh runter, geh runter, alles gut. Ja, hallo, alles cool, ja. Ich seh dich. Ja, ich lass dich in Ruhe. Genau. Hier hoch, hier durch. Hier rum. Hier durch. Dürfte nicht mehr lange dauern. Okay, 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 okay. So. Direkt mal aufschließen. Okay, weiter geht's. Das zu. Dear God. This has to be hell on earth. Genau, Tagbuch des Abts. Das haben wir ja auch schon. Hier kannst du dich verstecken. What am I reading? Und jetzt gehst du erstmal zu. Ne, genau, das war die nicht. Das war ja hier drüben, ne? Da ist aber Stilikowski. So, kurz erschrecken. Oh! Ja, alles gut, ist in Ordnung. Oh Gott, no, no, what is that? No, no, no. So, Wachsfigur. Aha. Mm. Jawohl. Ah, ist gleich ein. This wax figurine has something inside. I'm keeping it. What? What the? Papier. Yep, das nimmst du mit. Das kann man nämlich dann auch noch einlösen. Das Schuldeingeständnis. Jetzt noch die dritte Tarotkarte. Und ich vermute mal, dann gibt es einen Erfolg. So. Erlaub. So, jetzt. Nach hier unten. Genau, dort das Ding lösen. Dritten Schlüssel und dann vermute ich, dass ich hier auch noch zurück muss. Okay, das machst du in der Reihenfolge. In der Hoffnung, dass die Wuselviecher nicht kommen. Das wird's echt. Bitte. Gut, wir müssen laufen. Ich muss jetzt dann hier durch. Und wieder hoch.
Ich muss dadurch. Oh Mann. Ich will nur zurück. Mehr will ich nicht. Ganz entspannt. Oh nein, 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 nein. Da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Ja, das weißt du. Das war nicht gut. Und hier hinten noch. Genau. Okay. So. Hier rein. Einfach weiter. Warte mal, das war jetzt. Hier hinten, ja genau, hier durch. Bevor ich es wieder falsch mache. Ja genau. Hier rein. Und hier die Tür. Ja genau. Wo war das jetzt? Das war... Ne, das war durch und dann da durch die Tür. Oh, Alter, das war ja falsch. Mann, wie beim letzten Mal, hey. Boah, ich check's aber auch nicht, ey. Das ist so furchtbar. Mann, so, raus da. Bitte nicht da ran. Okay. Das heißt, die richtige Tür nehmen, nehme ich die da, jawohl. Erste Tür. Und dadurch. Hier rein. Okay. Figur reinlegen und unten das Feuer anfachen. Okay. Aber den dritten Schlüssel. Mal warten, bis er abgekühlt ist. So ein bisschen pusten. Ja. Komm, jetzt nimm mit, ey. Stell dich nicht so an, du Lappen. Gut, der dritte Schlüssel. Sehr gut. Und ich würde sagen, erstmal speichern und pinkeln gehen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, gut. Also, raus hier, ab nach oben, in diesen letzten verschossenen Raum. Und dann war's das. Hoffentlich. Ja, wunderbar. Oh mein! Ja, es war so klar. Scheiße. Oh.
das ist brutal schwer gegen Ende. Es ist brutal schwer. Auf geht's. Ey, das gibt's doch nicht. Die Anomalien sind immer häufiger und immer schwieriger. Also der Schwierigkeitsgrad zieht krass an. Boah, ich hasse das. Auf geht's. Bloody hell. This is a graveyard. Nice place to start the visit. Oh Mann, ey, das ist... Oh. Ich hasse das, es ist übertriebenst. Das ist einfach nur unfair. Jetzt hier irgendwo, ne? Da. So, auf geht's, wieder zurück. Die falsche. Nein, 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 nein. Oh, ach, leck mich doch. Sicher. Hey, Mr. Finnegan? Are you okay?
You should come with me. Do you hear me? Are you listening? Gehörgerät, Glücksbringer, passiv. Mein Gehör ist nicht mehr das, was einmal war. Gut, dass ich dieses komische Gerät gekauft habe. Ernest. Mikrofon, 1, 2, check, check. Okay. So, was haben wir hier? Dieser Mechanismus ist eindeutig dafür ausgelegt, etwas zu bewegen, aber ich weiß nicht mehr, oder was ich einsetzen muss, um zu benutzen. Habe ich die Kurbel? Nein, oh, ich brauche eine Kurbel. Leck mich doch, wieso brauche ich denn jetzt die scheiß Kurbel? Ist nicht dein fucking Ernst, ey. Mann, das ist doch nicht dein, das ist doch echt ein... Oh, wo waren die? Wo waren jetzt diese scheiß Kurbel drin? Oh nee, ich brauch die Kurbel nochmal. Ich glaub's nicht, ey, ich glaub's echt nicht. Ich glaub's echt nicht. Fuck. Okay, 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 okay. Ich hasse das. Ich hasse das. Beim Schlafsaal das Ding? Wo man durch musste? Ne, die Kurbel, das war doch hier irgendwo, ne? In diesem Nebenraum hier. Genau, also. Ey, das ist doch echt, das ist doch eine Scheiße, ist das. Okay. Ist doch nicht zu glauben. Also hier runter. Dadurch. Okay. Okay. War das hier? Das war doch hier, ne? Das war doch hier, oder? Das war doch hier. Oh Mann. Und zwar doch hier der Raum, ne? Ja, das war der Raum. Okay. Jetzt nimm die Scheißkurbel mit. Dankeschön. Hast du sie? Wieder zurück. Ganz entspannt. Easy peasy. Auf geht's. Hier runter. Und hier durch die Tür. Something really heavy just hit the floor. Irgendwas? Es riecht nach ranzigem Essig hier drin. Wo ist denn da jetzt was runtergefallen? Warte mal, der Kronleuchter. Warte mal.
ihn doch mal an, du Lappen. Was der Kronleuchter ja, ne? Das war hier durch, ne? Guck mal, ich habe hier noch was. Mach das mal da rein. Dankeschön. Soll ich den Brief nehmen? Mal Sammelobjekt für später aufbauen. Nehme ihn mit. Tarotkarten. Die Tür. Dunkelheit. Die Stille. Cool. Was kann ich jetzt damit machen noch? Irgendwas kann ich ja noch machen. Ich weiß nicht. Irgendwas Schweres ist runtergefallen. Aber da unten war die Scheiße mit dem Kronleuchter. Schweres runtergefallen. Aber wo ist denn was Schweres runtergefallen? Da ist noch ein Rätsel. Da muss ich doch irgendwas machen. Nur was? Wieder abnehmen. Aber der nimmt das nicht mehr. Irgendwas Schweres gerade runtergefallen. Das Puzzle. Und mir fällt noch ein. Muss ich das Zugeständnis da noch holen? Brauche ich das, um das hier lösen zu können? Das ist jetzt die Frage, ne? Ganz im Ernst. Wenn ich das noch brauche, das wäre ja mal mega assi. Oh, das wäre jetzt richtig übertrieben. Das wäre richtig übertrieben. Echt da rein muss, um das Schuldgeständnis noch zu holen.
rein? Muss ich da rein? Geschlossen, nein, muss ich nicht. Okay, ich muss irgendwas noch hier mit dem Dingen machen. Ist halt die Frage, was? Das checke ich halt gerade nicht. Ich habe noch einmal diese Lösung, die ich auch noch brauche. Möchte es vielleicht an dem Schloss hier nochmal verwenden. Ich weiß nicht. Ich speichere mal ab, mal gucken, ob das was bringt. Stopped. Okay, also rein damit. Es muss irgendwas hier noch in der Kathedrale sein. Irgendwas, keine Ahnung. Ach, guck mal, da liegt was. Ah, okay. Okay, ein verzierter Schlüssel, der dem Schatzmeister gehört. Ein Schlüssel mit dem einem aufwendigen Dekor, der dem Schatzmeister der Abteil Saint-Cecilia Bruder Victorino gehört. Das Gewicht von diesem Ding ist seltsam verteilt. Der Schlüsselbart fühlt sich schwerer an als der Rest des Schlüssels. Okay, alle vier Schlüssel am Start. Und nun heißt es, den ganzen Weg zurück nach hier oben in den Schlafsaal durch die Wand. Ab nach oben. Dann ist es hoffentlich vorbei. Also ich doch eine richtige Idee gehabt mit dem Kronleuchter. Und diesem Weihrauchgefäß, besser gesagt. Alter Finne, alter Finne. Okay. Auf geht's. Das ist gerade so spannend. Einfach durchgehen. Einfach durchgehen. Alles gut. Okay. Schlafsaal. Den Gang entlang und dann. Okay. Straight durch. Er fährt nach oben zu der komischen Tür mit den Schlüsseln, weißt du? Aber ich glaube, mit ihm bin ich noch nicht hier gewesen, ne? Das heißt, er könnte es noch nicht wissen.
Auf geht's. Sehr schön. Okay. Okay, okay. Schloss öffnen. Etienne, wait. Stop. Don't cross that door. It's the same door that I saw at Hush's place. Don't cross it. Stimmt, ist die gleiche Tür? He's in there. I should go in. I've been there before. All right. But Daniel, take care of yourself. Okay. Schau mal, was dahinter ist. Hasha has to be in here. It's time to put an end to this nightmare. Happening. Oh God. Mr. Husha? Shit. Oh shit, shit, shit. Mr. Husha. No. Sebastian. Oh shit. Fuck. Oh, he's dead. Fuck, man. Fuck. This is the same place. The same room. What's happening? Husha, hat es nicht geschafft. Muss schon seit Tagen tot sein. Ich kann nichts Seltsames erkennen. Ich bin fast überrascht, im Spiegel den Raum zu sehen, in dem ich mich befinde. Okay. Oh Gott, ey. Oh, komm. Okay. What? Was? Oh, no. Where the hell am I? Hello? Wer ist dieses Mädchen? Und warum wirkt es so, als könnte sie mich nicht mal sehen? Und wer ist Knusperinchen hier? Wer bist du? Lieber Gott, ich kenne dieses Gesicht. Ich habe es in meinen Albträumen gesehen. Oh, die bewegt sich. Was ist denn noch? Nein, das ist nichts. Okay, gut. Dann hören wir mal das Ding hier unten an, das Buch. Tagebuch von Argos Legrand. Reflexion und Erfahrung des Erbauers der Spieluhr. Ich werde es später lesen, jetzt muss ich heraus. Diary, Argos Legrand. Damn it, another useless lead. Another fucking riddle. I have to get out of here. Nur wie? Wie komme ich denn hier raus? Ja, ernsthaft, wie komme ich hier raus? Irgendwo anders. Ich kann das ja nicht benutzen. Ich will hier raus. Irgendwie? Wie komme ich hier raus? Komme ich raus? Wie geht's denn hier jetzt weiter? Froh und heiter. Ich hab's doch gleich geschafft. Ich will jetzt hier raus. Ich will hier fertig. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will hier jetzt weggehen. Verdammte Kacke.
Ah, durch die Tür. Gut. Oh Lord. What the hell? Story, ne? Oh shit! Verflucht, ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Oh, Kacke. Ah! Holy shit, this can't be happening. I must be seeing things. Oh shit, Dan. Wake the fuck up, man. Oh Mann, ich will das hier zu Ende bringen. Verdammt, das ist nichts, absolut gar nichts. Die war auch verschlossen. Die kann ich öffnen. Machst du die hier? Okay. Hours looking for the others, but found nothing. Nothing but lost tracks in the snow and fading footprints. And yet the signs were there. Deep down, a part of me already knew there was nothing left but unanswered questions and sheer darkness. Husha died in there, trapped. He probably struggled and screamed until he went mad trying to find a way out of that godforsaken place. Like me, only in his case, nobody got there in time. I imagine he thought that there was a quicker way to go, the same way that father chose. And maybe I would have done the same in his place. What I saw myself do in that mirror was just too much. Is this what lies ahead? Maybe I already know it, but I'm trying to hide it from myself. Maybe deep down, I know it's a hideous omen of what the future has in store for me. Maybe I know that, like everyone who's come across that cursed box, I too will take my own life. That I would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody. I should burn the thing. Make that melody vanish from the face of the earth. But what about Ariadne? She's alive. What if only the box can stop this? I can't destroy it without knowing for sure. Maybe there's something in Legrand's diary. Oh God, I need to rest and gather my thoughts. I need to sleep. I can only hope the nightmares won't be as horrible as real life. Das hoffe ich auch. Okay. Episode 5. Der Schrecken und das Lied. Verfügbar ab dem 14. Mai. Oh, noch anderthalb Monate. Okay. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge ab Mitte Mai. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut
bleibt gesund und ciao, ciao.